Wie gesagt, Bosch Experts Organization, das ist das Thema heute Abend oder kurz gesagt BEO, wie wir es bei Bosch nennen. Am Anfang würde ich gerne noch was sagen zu Bosch allgemein. Den meisten Zuhörern wird es wahrscheinlich bekannt sein. Also es sind ungefähr 390.000 Mitarbeiter bei Bosch weltweit. Es gibt vier Unternehmensbereiche, in denen das Unternehmen organisiert ist. Es sind mehr als 440 Tochter- und Regionalgesellschaften, die dazugehören, in rund 60 Ländern aktiv. Und mit allen Vertriebs- und Dienstleistungspartnern ist Bosch also wirklich präsent in fast allen Ländern der Erde. Was die Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten betrifft, also hier jetzt ein Bild von Renningen, das ist das Hochhaus in Renningen, was vielleicht auch schon einige gesehen haben. Da sind es 59.000 Forscher und Entwickler, die aktiv sind bei Bosch in ungefähr 120 Standorten weltweit, alle zusammen in einem großen Netzwerk. Bosch ist natürlich das führende internationale Technologieunternehmen. In den letzten 6 Jahren hat Bosch mehr als 27 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Und unser Ziel ist also, innovative, nutzbringende und begeisternde Produkte zu entwickeln, um die Lebensqualität zu verbessern. Also Bosch, Technik fürs Leben. Den Spruch haben die meisten wahrscheinlich schon öfter gesehen und gehört. Jetzt vielleicht kurz zu der Abteilung, zu der wir gehören. Das ist eine zentrale Abteilung, die sich im Prinzip ja mit der Beschaffung, der Bereitstellung und der Verteilung von technischem Wissen und technischer Information beschäftigt. Hier als eine Art U-Bahn-Fahrplan oder Karte dargestellt sind die Tools und Dienstleistungen, die wir anbieten. Das geht los, ich weiß nicht, ob meine Maus zu sehen ist, ich hoffe, mit Trainingsangeboten zu unseren Tools und Dienstleistungen. Ich kann nicht alles erwähnen, aber es geht hier zum Beispiel um Normmaster. Das sind also alle wichtigen Normen, die wir brauchen für die Produktentwicklung, die dort versammelt sind. Think Tank, das ist bei uns ja eigentlich die Bibliothek, die wir noch haben. Hier steht BEO als Tool. Wir haben Search Support, steht hier, das sind Recherchedienstleistungen, um in ganz besonderen Datenbanken nochmal zu suchen, also nicht nur im Internet allgemein bei Google, sondern spezielle Datenbanken, die wir lizenziert haben für spezielles technisches Wissen. Techport ist ein Tool, was wir betreuen, was die Entwickler leitet. Feber sind Forschungs- und Entwicklungsberichte, auch eine Datenbank, die wir betreuen und so weiter und so weiter. Hier Purchasing ist der Einkauf von Studien und Fachinformationen. Think Tank Talks sind Vorträge, die wir koordinieren, die auch Bosch-weit gestreamt werden, so wie heute Abend dieser Vortrag. Es ist also eine bunte Mischung aus, wie gesagt, Wissen und Informationen, was wir verbreiten und was wir als Dienstleistung bereitstellen. Und jetzt würde ich gerne auf einen Teil dieser Dienstleistung eingehen, und das ist BEO, die Bosch Experts Organization. Ja, seit 20 Jahren gibt es das schon, seit 20 Jahren immer aktuell. Ich werde nachher noch darauf eingehen, wie es da angefangen hat. Ja, das, was wir den Leuten immer klar machen, ist, dass bei Wissen natürlich unterschiedliche Arten von Wissen gibt. Einmal das explizite Wissen, das ja ganz einfach niedergeschrieben werden kann, sozusagen auch nachgelesen werden kann. Und dann gibt es natürlich das implizite Wissen, als Codifiable Tacit Knowledge und Uncodifiable Tacit Knowledge bezeichnet. Da kann man also einen Teil davon vielleicht noch erfassen und für andere verfügbar machen. Und das Ganze ist natürlich das, was ja die Expertise unserer Mitarbeiter ist, unserer Kollegen, was in den Köpfen drin ist und das, was sie können und wissen. Und wie gesagt, das Explizite kann man gut dokumentieren. Und bei den anderen beiden Arten, da wird es schon schwierig mit der Dokumentation und auch mit dem Erwerb von diesem Wissen sozusagen. Ja, warum sollte man Wissen teilen? Da habe ich einfach mal ein paar Sachen rausgesucht. Also zum Beispiel einfach, um ökonomisch zu arbeiten. Also das ist hier ein ganz nettes Zitat von Konfuzius. Also man kann, also der weise Mann kann auf drei Arten handeln. Er kann einfach nachdenken und kann so die Probleme lösen. Das ist der nobelste Weg. Als zweites könnte er nachmachen.
Das ist der einfachste Weg von anderen lernen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man seine eigenen Erfahrungen macht und einfach lernt durch Probieren. Und das ist unter Umständen ein bitterer Weg. Ja, wir brauchen das eigentlich auch, das Teilen von Wissen, um die richtigen Entscheidungen zu machen. Da würde ich hinterher noch drauf eingehen. Das ist auch das, was wir unseren Leuten öfter klar machen. Und hier von Linus Karl Pauling, also man muss viele Ideen haben, wenn man weiterkommen will. Und dann muss man halt wissen, ja, welche sind die guten und die nicht so guten am besten beiseite lassen. Und wir brauchen das natürlich auch für Innovationen. Ja, Fortschritt entsteht durch den Austausch von Wissen, hat Einstein schon gesagt. Und das sind auch genau, ja, die Ansichten, die wir vertreten. Ja, BEO, die Bosch Experts Organization, ist jetzt eine Möglichkeit, Wissen zu teilen. Einfach weil, wie gesagt, hier das Wissen der Kollegen in den Köpfen ist, wie bei dem Eisbergmodell, was wir vorhin gesehen haben. BEO ist eine Möglichkeit, diese Experten und das Wissen sichtbar zu machen, und zwar über ganz Bosch. Es ist ein schneller Weg, um neue Lösungen zu finden und natürlich um das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden und zu gucken, was andere vielleicht schon für Lösungen parat haben. Und insofern ist BEO halt Kernelement für das Wissen teilen in der Bosch-Gruppe. Ja, hier vielleicht noch ein kleines Bild, um klarzumachen, warum das einfach auch für Entscheidungen wichtig ist, Wissen zu teilen und Wissen weiterzugeben. Wenn man hier unten, hier wo meine Maus ist, die Zeitachse sich vorstellt und hier nach oben auf der Y-Achse einfach die Entscheidungssicherheit, dann habe ich hier verschiedene Bereiche. Der untere Bereich, wenn ich wenig Sicherheit habe, dann ist es einfach raten, was ich mache, wenn ich jetzt eine Entscheidung fällen muss. Hier weiß ich schon ein bisschen mehr, da ist es dann abwägen, da kann ich mir schon so ein bisschen die Konsequenzen ausmalen. Und wenn ich richtig viel weiß, dann kann ich einfach zwischen Alternativen wählen. Dann weiß ich schon, okay, wenn ich das mache, dann wird das rauskommen. Wenn ich das mache, dann wird es so. Und hier kann man einfach, wenn man sich diese Kurve jetzt vorstellt, hier als das ansteigende Wissen über die Projektlaufzeit sozusagen. Also ich fange an zu arbeiten und weiß erstmal nichts. Ich mache meine Versuche, Untersuchungen, ich arbeite und weiß immer mehr. Dann ist das vielleicht eine Kurve, die ungefähr so ansteigt. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ganz am Anfang des Projekts einfach auf Wissen zurückzugreifen, Lessons learned oder ähnliches, von ähnlichen Projekten und habe die Möglichkeit, hier ein Startwissen zu haben und komme einfach, so kann man sich das vorstellen, mit der Kurve weiter nach oben hier und fange dann schon hier oben an, in einem anderen Bereich Wissen zu erwerben und dazu zu lernen während der Projektlaufzeit. Und wenn ich dann irgendwann hier einen Entscheidungszeitpunkt habe, das ist hier zum Beispiel, dann bin ich gleich in einem anderen Bereich und möchte natürlich hier so weit wie möglich in diesem Bereich kommen, wo ich eine gute Entscheidungssicherheit habe. Das ist also das, was wir den Leuten immer wieder klar zu machen versuchen, warum auch dieses Startwissen ganz wichtig ist. Die Geschichte von BEO, wie ist BEO entstanden? Wie gesagt, es heißt 20 Jahre BEO. 96 ging es los. Hier ein Deckblatt von dem ersten Heft, von der ersten Publikation, die es gab, obwohl die kam in 98 raus. Kompetenznetzwerk hieß das Ganze. Hier sieht man den Zeitstrahl, also Juli 1996 ging es los. Dort ist man gestartet mit dem Kompetenznetzwerk Montagetechnik, hieß es damals, was sich dann weiterentwickelt hat, ein Jahr später. Das war also ein Teil der Fertigung, des eines Fertigungsbereichs. Ein Jahr später hieß es dann schon Kompetenznetzwerk Fertigungstechnik. Und da wurde man schon ein bisschen allgemeiner. Und ja, dann ging es weiter. Dann hat man eine Kompetenzmatrix erstellt, also mit allen Kompetenzen, die dazugehören, die in diesem Netzwerk vorhanden sind. Dann wurde es allgemein zur Fertigungstechnik ausgedehnt. Dann ging es weiter. Hier 2000 hat sich auf die Regionalgesellschaften ausgedehnt. Software kam dazu. Das war 2001. 2002 wurde es dann Bosch-weit erkannt und hat dann auch, sag ich mal, die Förderung der Geschäftsführer bekommen. Dann ging es mit Standardisierung weiter. Ich komme nachher noch auf eine Folie, wo noch weitere wichtige Schritte drauf zu sehen sind. So hat sich die ganze Idee also weiterentwickelt. Und das ist praktisch die Entwicklung vom Kompetenznetzwerk zu BEO. Heute heißt das Ganze Bosch Experts Organization.
Ja, was gehört jetzt heute zu BEO, zu der Bosch Experts Organization? Das sind einmal die Experten, die BEO-Experten. Das sind Leute, die einfach gutes Wissen und gute Fertigkeiten haben in einer oder in mehreren Themenfeldern. Sie können vorgeschlagen werden von Kollegen. Es gibt also so eine Art gelbe Seiten, wo die dann drin versammelt sind, wo man die auch finden kann, wenn man nach Schlagworten sucht. Die sind in der Lage, also natürlich innerhalb ihrer Kapazität, die sie haben, über ihre Bereiche hinaus auch zu helfen. Die kann man also kontaktieren und fragen, kannst du mir aber gerade da und da helfen oder dies erklären? Dann ist das möglich. Und wie gesagt, sind gut zu finden in Bosch Connect. Bosch Connect ist also die interne Social Collaboration Plattform, die wir haben, die auf IBM Connections beruht. Wir nennen es Bosch Connect. Und dort haben diese Leute, die als BEO-Experten eingetragen sind, dieses Label, was man hier sieht, da steht dann hier drin so blau hervorgehoben BEO-Expert. Das ist also ein Teil von BEO, das sind die Experten. Ein zweiter Teil sind die Robert Bosch Centers of Competence, die ja einfach von gegründet werden von Stakeholdern über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg. Also das ist auch, ja, die Robert Bosch Centers of Competence sind Expertenorganisationen über Unternehmensbereiche hinweg, über die Organisation hinweg. Sie werden von Stakeholdern gegründet aus unterschiedlichen Bereichen. Sie haben eine Geschäftsordnung, nach der sie funktionieren. Sie haben ja bestimmte Kapazität und ein Budget bekommen sie auch. Sie bekommen also bestimmte Ziele, dass sie bestimmte Sachen erreichen sollen. Typische Aufgaben, die sie haben, sind also ja, Gestaltungsrichtlinien zu erstellen, Normen zu erstellen, Methoden bereitzustellen, Tools und Trainings auch bereitzustellen, in der Technologieplanung zu unterstützen und auch eine Ordnungsfunktion auszuüben. Die dritte Säule von BEO sind einfach Working Groups oder Communities. Das ist sowas Ähnliches wie ein Center of Competence. Es ist nur selbstorganisierter und hat nicht so strenge Regeln und hat keine Geschäftsordnung. Aber die Idee dieses bereichsübergreifenden Austausches, die haben wir auch dort. Das sind wieder Teilnehmer aus allen Bereichen, sind selbstorganisiert, wie gesagt, organisieren sich in den Communities auf unserer Social Collaboration Plattform und werden von uns unterstützt, um eventuelle Startschwierigkeiten zu überwinden. Ja, wie wird man BEO-Experte? Das ist so ein kleiner Prozess, der dazugehört. Also wie gesagt, es kann eigentlich jeder Mitarbeiter jeden anderen vorschlagen. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, mit jemandem zusammengearbeitet hat und sagt, okay, das war eigentlich ganz gut, das war jetzt ein super Experte in dem und dem Gebiet, das war eine gute Zusammenarbeit, dann kann er einfach diesen Kollegen, an den er da denkt, als BEO-Experten vorschlagen. Er macht einfach einen Eintrag in eine Datenbank, das geht ganz einfach. Er muss den Namen wissen von dem Kollegen, schreibt das Themenfeld dazu, das Themengebiet, für das der Kollege da als Experte in Erscheinung getreten ist und schickt das praktisch ab. Das ist ein kleines Tool, was das ermöglicht. Dann bekommt dieser benannte Kollege, der kommt dann bekommt eine E-Mail und steht drin, hallo Herr XY, Sie wurden als BEO-Experte vorgeschlagen. Also wer das jetzt gemacht hat, steht nicht drin. Aber dass er vorgeschlagen wurde und für was. Und dann gibt es einen Link in der E-Mail. Da kann er draufklicken und sieht dann, was dort die Einträge sind, also was mit seinem Namen verbunden ist, welches Themenfeld mit ihm assoziiert wird. Er sollte dann mit seinem Chef oder seiner Chefin sprechen, ob das in Ordnung ist, dass er als BEO-Experte bekannt wird. Weil wir gerne hätten, dass er einen gewissen Teil, es kann auch ein ganz kleiner Teil sein, seiner Kapazität für diese Aufgabe zur Verfügung stellt. Das muss der Chef dann hinterher bestätigen sozusagen. Wir schreiben da standardmäßig 10% rein, aber das kann man editieren, da kann man auch 5 draus machen oder noch kleiner, je nachdem, wie der Chef das sieht. Wenn das dann in Ordnung ist, dann kann der Experte, wie gesagt, diesen Link benutzen, kann das Ganze nochmal editieren, kann eventuelle Rechtschreibfehler korrigieren, kann vielleicht noch mehr hinzufügen, kann sagen, ja, eigentlich ist es ja so und so, dieses Themengebiet, kann also diesen Eintrag richtigstellen in der Datenbank. Wenn er das dann bestätigt hat, dass es alles so passt, dann bekommt der Chef automatisch eine Mail mit dem Hinweis, dass der Mitarbeiter als BEO-Experte eingetragen wurde. Er kann das auch nochmal angucken, was da eingetragen ist in der Datenbank, bekommt dann zusätzlich
angeboten, zu wie viel Prozent in der Kollege zur Verfügung steht. Das bestätigt er auch. Dann wird es abgespeichert und dann ist der Eintrag fertig. Und dann ist der Kollege praktisch als Bio-Experte eingetragen und boschweit sichtbar. Das heißt, man kann dann suchen nach ihm, das sehen wir ja nachher noch, unter anderem auf der Social Collaboration Plattform, die wir haben, in Bosch Connect, oder auch in diesem Enterprise Search Tool, was wir haben, was einfach über alles sucht, was es bei Bosch gibt. Das heißt, der Prozess beruht eigentlich auf, ja, Selbstorganisation und ja, sagen wir mal, das Vorschlagen von Kollegen und den Ruf, den man sich erworben hat durch die Zusammenarbeit mit Kollegen. Und wie gesagt, die Zustimmung von den Vorgesetzten ist eben noch notwendig, um eine gewisse Qualität sicherzustellen. Ja, was erwarten wir von den Bio-Experten? Das ist zwar jetzt ein ganz offener und selbstorganisierter Prozess, aber wir sagen den Leuten natürlich schon, also ein paar Sachen erwarten wir schon. Es wäre gut, wenn der vorgeschlagene Kollege dazu in der Lage ist. Das ist also einmal, dass er sich natürlich immer auf dem neuesten Stand des Wissens hält in seinem Themengebiet, dass er ja nicht nur der super Experte ist, sondern auch Sachen erklären kann. Also er muss auch Leuten, die nicht in dem Themengebiet drin sind, das erklären, was er jetzt gerade in der Projektarbeit herausgefunden hat, zum Beispiel. Das muss verständlich sein. Dazu sind natürlich auch bestimmte Fähigkeiten notwendig. Ja, er sollte einfach auch auftreten und Verantwortung übernehmen in Geschäftsprozessen, die halt mit seinem Themengebiet zusammenhängen. Ja, er kann auch als Methodenexperte auftreten. Das muss jetzt nicht nur ein Fachexperte sein. Er sollte auch mitarbeiten in Trainings und Kompetenzentwicklungsaktivitäten, wo er für sein Themengebiet dann Beiträge liefern kann. Er sollte mitarbeiten können in der Technologieplanung über Bereichsgrenzen hinweg. Ja, und er sollte natürlich auch, last but not least, einfach in der Lage sein, operativ in Projekten mitzuarbeiten. Also man sollte ihn ansprechen können und sagen, okay, also pass auf, wenn ich dich bezahle, kannst du jetzt in unserem Projekt mitarbeiten als Fachexperte für das Thema XY. Ja, eine Suche sieht so aus im Moment bei uns. Das ist jetzt über Enterprise Search. Das ist das, was wir den Leuten nahelegen. Da kann man in allen Bereichen suchen und zum Beispiel kann man jetzt einfach hier oben das Thema einsuchen, für das man Experten sucht, hat hier verschiedene Verticals, kann dann hier People aussuchen. Also immer wenn ich Leute damit in Verbindung bringen möchte, dann wähle ich hier People aus, kriege dann eine Liste von Leuten, die gefunden worden sind und irgendwas mit Soldering, also hier mit Löten zu tun haben in dem Fall. Die Leute werden gefunden aufgrund von unterschiedlichen ja, Kriterien, Tags und so weiter, die natürlich vergeben werden auf der Social Collaboration Plattform. Unter anderem aber auch aufgrund der Bio-Expertise, die natürlich dort im Profil eingetragen wird. Und wenn ich dann nur Bio-Experten möchte und sage, ich suche jetzt wirklich nur die Bio-Experten, dann kann ich hier aussuchen, okay, also zeig mir jetzt bloß die Bio-Experten, dann werden die ausgefiltert. Und dann habe ich eine Möglichkeit, ja, die Leute der Reihe nach zu kontaktieren, beziehungsweise wenn ich gezielter suchen will, kann ich natürlich hier noch gucken, welche Abteilung bevorzuge ich jetzt oder welcher Standort, ja, wenn ich die mal kurz face-to-face sprechen möchte oder wenn ich zu irgendeinem Unternehmensbereich gehöre, der hier vielleicht schon aufgeführt ist, dann versuche ich erstmal die zu kontaktieren, die zu meinem Bereich gehören. Ja, das ist die Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen. In unserer Social Collaboration Plattform haben wir auch eine BO Main Community, so heißt das. Dort haben wir auch eine Suche bereitgestellt, die nochmal spezieller ist. Dort kann man wirklich nur unter den Bio-Experten suchen und auch noch komfortabler, sage ich mal, zwischen den Themengebieten hin und her springen und um dann zu gucken, okay, das klingt so ähnlich, könnte ich auch mal gucken, wer ist das und so. Das ist also noch eine etwas ja, bessere Möglichkeit, da Leute ganz gezielt zu suchen. Dort kann man aber auch die anderen Sachen suchen. Sie sehen hier das erste, was am meisten genutzt wird, sind auch die Bio-Experten. Man kann aber auch nach Bio-Communities suchen. Man kann aber auch nach dem Centers of Competence suchen. Das ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit, die wir den Leuten auch anbieten. Dann gibt es noch etwas, diese Themengebiete, zu denen sich diese Experten zuordnen können, sind im Prinzip eine Taxonomie. Diese Taxonomie nennen wir Bosch Topic Areas, also Bosch Themenfelder, die wir jetzt erweitert haben, die zunächst nur technische Themen beinhaltete und jetzt aber seit letztem Jahr wirklich alle Themen, die es bei Bosch gibt, beinhaltet. Also nicht nur Technologiethemen und Produktthemen, sondern genauso
alle Funktionen, die eine Firma braucht, die ein Unternehmen braucht, um Produkte liefern zu können. Also dort sind also genauso, sagen wir mal, Expertisen bezüglich Controlling oder Einkauf oder ja sogar Werksarzt-Expertisen sind dort eingetragen und vorhanden, sodass wir jetzt sagen können, wir können eigentlich alles, was es bei Bosch gibt, dieser Taxonomie abdecken und es können sich eigentlich alle Leute bei Bosch, die irgendwie dort arbeiten, als Experten eintragen, wenn es passt. Ja, Bosch möchte sich natürlich als agiles Unternehmen aufstellen, ist dabei und ist auch schon so aufgestellt. Und sagen wir mal, die Sachen, die jetzt wichtig sind für Bosch, um agil am Markt agieren zu können, das hat man mal zusammengefasst. Dazu gehören, ich möchte es jetzt nicht im Detail erklären, weil es natürlich nicht das Thema jetzt dieses Vortrags ist. Also das Führungsverständnis gehört natürlich dazu. Die entsprechende externe Perspektive, die Perspektive nach außen und Kunden- und User-Fokus gehört dazu. Hoch vernetzt muss man natürlich zusammenarbeiten, das ist wichtig. Schnelle Reaktionen, schnelle Entscheidungen sind wichtig als agiles Unternehmen. Wir haben aber auch gesagt, dass für Bosch trotzdem, obwohl man agil sein möchte, sind trotzdem effiziente, allgemeingültige Rahmenbedingungen wichtig. Dazu gehören Standards, die einfach ja robust sein müssen. Einfach Plattformen, die man zentral bereitstellen muss, auf denen die Leute auf das Bosch-Wissen zugreifen können, auf alle Daten, die wir irgendwie gesammelt haben. Und natürlich, dass wir ja, nutzerzentrierte, effektive Shared Services anbieten. Das heißt, den Leuten natürlich dort helfen, wo sie Hilfe brauchen. Und unser Beitrag zu dieser Anforderung, die wir haben als agiles Unternehmen, ist jetzt sind die Bosch Topic Areas, ist diese Taxonomie, von der ich gerade gesprochen habe. Denn so kann ich eigentlich sicherstellen, dass bei agilem Arbeiten schnell das Wissen dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Einfach, weil ich die gleichen Begriffe verwende. Ja. Ein Beispiel ist, wenn ich auf Englisch Fuel habe oder so, dann kann ich auf Deutsch sagen, ja, Treibstoff kann ich sagen, irgendwelche anderen Sachen kann ich dafür benennen. Wir haben die Taxonomie zweisprachig aufgebaut. Das heißt, es gibt einen festen Begriff, den wir dann benutzen für Fuel. Und so kann ich eigentlich sicherstellen, und das kommt jetzt nochmal hier mit der nächsten Folie, dass ich als agile Organisation auch schnell die Leute dorthin bekomme, wo sie benötigt werden. Also hier nochmal das Prinzip für die Agile Collaboration, für die agile Zusammenarbeit. Ich habe Business Opportunities. Wir haben also bei uns auch Plattformen, wo die Leute einfach, das nennt sich Business Opportunities, also Produktideen, sage ich mal, bereitstellen können und sagen können, ich habe eine Idee, man könnte doch eigentlich. Wir haben die und die Komponenten bei Bosch, da könnte man das und das Produkt draus machen. Und da bräuchte ich eigentlich bloß die und die Experten, um da, sagen wir mal, noch ein bisschen was zu entwickeln. Dann hätte ich eigentlich ein gutes neues Produkt. Das wäre eine gute Idee. Dann muss ich irgendwie die Expertise, die ich da suche, muss ich irgendwie benennen. Und bei diesem Tool, was das macht, da sind zum Beispiel diese Bosch Topic Areas, da ist diese Taxonomie hinterlegt. Da kann ich dann die Begriffe schnell finden und sage einfach, okay, das ist meine Idee. Ich brauche die und die Expertise, so und so viele Leute. Das ist also hier der Vorgang, von dem ich gerade spreche, das Agile Staffing and Sourcing, was ich da mache. Das habe ich hier mal rausgenommen. Die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit an die richtige Stelle bringen. Das heißt, mit meiner Taxonomie habe ich eigentlich hier so eine Kommode, wo in den Schubladen die Templates drin sind, die Begriffstemplates, ja, so heißt das und so heißt das. Hier gegliedert, ganz grob, in vier große Gruppen. Technologie, Methoden, Produkte, Management und Support. Und hier nochmal das Prinzip. Ich habe also diese Begriffsschablonen in meiner Taxonomie als Template. Ich beschreibe einmal die Person mit ihrem Wissen mit diesem Begriff und suche natürlich auch für die Aufgabe eine bestimmte Expertise. Und wenn es zusammenpasst, dann habe ich halt die bestmögliche Passung. Ja, hier habe ich nochmal ein paar wichtige Schritte aufgeschrieben. Seit der Entstehung von BEO, seit dem Ursprung von BEO in 1996. Es gab damals schon, also bevor wir diese Social Collaboration Plattform hatten, gab es damals schon eine Plattform, über die man zusammenarbeiten konnte, über die man netzwerken konnte, Intranet. 2008 sind diese Bosch Areas of Technology dazugekommen. Das waren diese Technologiefelder, die dazugekommen sind, die wir jetzt Bosch Topic Areas genannt haben, in ihrer ersten Form.
Ja, seit 2012 haben wir diese Organisationsform RBCOC, Robert Bosch Centers of Competence, die ich eben beschrieben habe. Seit 2015 haben wir jetzt einen neuen Fokus, der nennt sich Competences. Er löst jetzt Competence, ist den Begriff Wissensmanagement ab. Also wir haben vorher auch von Knowledge Management geredet. Das wurde aber manchmal immer schwieriger. Wir haben es dann auch genannt Knowledge Sharing and Continuous Learning. Das war dann unser Credo und das, für was wir standen. Und jetzt seit neuestem heißt es Competences, was natürlich Wissensmanagement umfasst und ein bisschen weitergeht noch. Ja, und wie eben schon angedeutet, haben wir 2016 die Bosch Topic Areas, unsere Taxonomie, weiterentwickelt, hin auch zu nicht-technischen Bereichen. Und wir sind natürlich auch dabei, sag ich mal, diese riesigen Daten, die wir natürlich haben bei Bosch, mit den ganzen Datenbanken und so, die ich vorhin im Überblick gezeigt habe, die wir betreuen und um die wir uns kümmern, natürlich auch zu nutzen, um Experten zu finden, die sich jetzt nicht selbst als Experte benannt haben. Das kann ja genauso sein. Ja. Da sind wir also gerade dabei, Tools zu entwickeln, um einfach auf diese Daten zuzugreifen, auf Berichte, auf alle möglichen Kommentare in der Social Collaboration Plattform und so weiter, auf Tags, die die Leute sich geben, selbst oder gegenseitig, Dokumente, die sie dort ablegen. Und daraus Schlüsse zu ziehen und einfach zu sagen, ja, Moment mal, das könnte auch ein Experte sein zu dem Themengebiet. Der ist zwar nicht benannt als Bio-Experte, aber er hat da einiges gemacht. Und den könnte man auch fragen. Ja, hier nochmal diese Änderung, die wir da gemacht haben. Hier steht jetzt der Begriff BES. BES ist eine Abkürzung für Bosch Product Engineering System. Das sind also die allgemeinen Richtlinien, nach denen bei Bosch Produkte entwickelt werden sollen. Da versuchen wir also zentral was vorzugeben, dass nicht jeder alles machen kann, sondern dass schon bestimmte Sachen einfach erfüllt sein müssen. Das hatte vorher diese Elemente, die man hier sieht, unter anderem auch Knowledge Management. Das war das alte System, das gehörte alles dazu. Und hier haben wir jetzt das alte Knowledge Management und Competence Management zusammengefasst zu dem neuen Modul Competences. Und die neue Darstellung für das Bosch Product Engineering System ist jetzt das, was wir oben sehen. Und da sind wir verantwortlich für das Modul Competences mit unseren Tools und unseren Datenbanken und unseren Strukturen, die wir zentral vorgeben. Ja, natürlich machen wir das nicht alleine alles. Wir arbeiten natürlich auch zusammen mit anderen Unternehmensbereichen, zum Beispiel mit dem Bosch Training Center. Denn Wissen, Lernen und so weiter, Wissenstransfer, das hängt ja alles sehr eng zusammen. Das heißt, die Kollegen kümmern sich dort spezieller um alles, was Training betrifft und gucken auch, dass wir die neuesten Methoden immer anbieten können. Also da sind wir jetzt dabei, da läuft ein Projekt, was sich um ein Learning Portal kümmert, Community-Based Learning, das sind also Schlagworte, die ich jetzt einfach mal hier erwähne. Virtual Classroom soll möglich sein, E-University, also wir versuchen auch dort Open Online Content, also bestimmte Sachen, die einfach außen verfügbar sind, müssen wir nicht selbst als Training bereitstellen. Die kann man einfach von außen beziehen. Gamification beim Lernen ist ein Schlagwort. Bosch Tube ist dabei zu entstehen, dass einfach auch User-Generated Content schnell erstellt werden kann und abgelegt werden kann. Hier noch ein paar Zahlen. Da war vorhin die Frage, wie sieht es eigentlich aus? Also wir haben jetzt so 5.400 Begriffe in den Bosch Topic Areas. Wir haben in der Social Collaboration Plattform jetzt mehr als 211 Bio-Communities. Also insgesamt gibt es natürlich, ich glaube, das waren mal 30.000, 30.000. eigentlich 30.000 Communities, aber 211, die speziell, sagen wir mal, Bio-Communities sind. In unserer Main-Community sind jetzt 17.000 Mitglieder drin und Follower. Hier nochmal, wir haben ungefähr 3.100 Experten, die sichtbar sind als Bio-Experten. In der Community haben wir 900 Follower. Ja, und hier noch ein paar Zahlen. 46.000 Besuche in den letzten 12 Jahren, in den letzten 12 Monaten, Entschuldigung. In der Bio-Main-Community, ja, mehr als 14.800 Leser populärsten Artikels da, der populärsten Wiki-Seite, About Experts heißt die. Und ja, der populärste Blog, den wir erstellt haben, da sind mehr als 5.000 Visits gewesen, mehr als 5.000 Besucher auf der Seite. Das war, als wir dieses Bio-Expert-Label eingeführt haben, dieses blaue Label, was Sie vorhin gesehen haben. Und damit bin ich eigentlich auch
am Ende des Vortrags. Vielen Dank. Und ja, also Robert Bosch hat es damals schon gewusst. Also in einem großen, gut geführten Unternehmen kann eigentlich niemand sagen, ich habe das und das gemacht, sondern das sind immer mehrere Leute, die da beteiligt waren. Und in so einer Firma stützt sich einer auf den anderen. Vielen Dank soweit. Und Gut, jetzt bin ich bereit für Fragen. genau.